In der letzten Episode haben wir den König Henselt getroffen, der aber nicht Bescheid wusste, dass der wahre Königsmörder frei herumrennt und wir ihn suchen. Dann mussten wir uns durch den Krieg wagen, der ja mehr als mühsam war. Untote, Dämonen und Geister haben uns den Weg versperrt. Was sind das nur für Biester? Eine Art Fluch ist nun über das Land und wir müssen jetzt wohl sogar den Auslöser für diesen Fluch finden. Und damit auch herzlich willkommen hier bei Let's Play The Witcher 2, hier in der Haut von Geralt von Riva. Und nichts ist schlimmer, als nicht heimisch angesehen zu werden und die Soldaten Temeriens gar nicht wirklich wissen, was genau passiert ist, außer vielleicht Venon Rosh. Gehen wir. Untres Heerlager der Catwinner. Oh, Backe. Kasernen? Wir haben den ganzen Tag Zeit. Na gut, Herr Wachmann, dann führe uns mal den Weg. Aber wo ist Venon Rosh? Unser Waffenmeister. Hat eigentlich genug mit der Armee zu tun, aber von Zeit zu Zeit nimmt er auch Privataufträge an. Na, danke schön. Das ist ja vielleicht wichtig zu wissen, oder? Heiliger Strohsack, unglaublich. Die ganzen Wachmänner, und da sehe ich auch schon Venon Rosh. Neben der Tafel am Warten. Da wären wir. Der wichtigste Ort im ganzen Lager. Die Kantine. Wenn du nicht genug zu tun hast, findest du da am Brett Aufträge für Monsterjäger. Dankeschön. Und ich glaube, er patrouilliert langsam. Und es ist im Endeffekt eine Art Show-Off von unserem guten Wachmann hier, der ja der Lieblingswächter, kann man fast sagen, von dem König Henselt ist. Sei gegrüßt. Und Anderlinge haben wir hier wohl auch. Einen Zwerg. Aber erstmal verfolgen wir den. Ich hab ein bisschen Bammel gegen einen Heiligen zu ziehen. Du hast so viel feindliche Propaganda gehört. Ja, aber wenn sie nun wirklich eine von den Göttern auserkorene Jungfrau ist, mach dir keine Gedanken. Folge Zivik oder überzeuge ihn davon, dich gleich zum König zu führen. Ah, überzeugen. Hier veranstaltet der König manchmal Turniere. Dazwischen organisieren wir Faustkämpfe. Hier sind alle Kniffe erlaubt. Man kann ganz schön absahnen, wenn man weiß, wen man fragen und auf wen man setzen muss. Entschuldige mich kurz. Wie geil ist das denn bitte? Wie war der Kampf? Du hast einen guten Riecher, Zivik. Hast schon wieder gewonnen. Her mit dem Gold. Wettest du weiter? Ja, ich komme später nochmal vorbei. Ja, und ich glaube, die wissen gar nicht, dass wir den Kairan besiegt haben. Im ersten Akt, für die Leute, die das nicht wissen, ein großes Monster, das im See ungeheuert. Und damit meine ich jetzt nicht ungeheuer, guten Tag. Siehst du den da, Hexer? Lass ihn frei und er geht dir an die Gurgel wie ein tollwütiger Köter. Ist das einer der Skoyatel von Jorvet? Wie habt ihr ihn gefangen? Die Kundschafter fanden ihn schwer lädiert in den Schluchten. Irgendwer hatte den ganzen Trupp massakriert. Augenscheinlich jemand Starkes, vielleicht mit einer Sense. Wer? Wisst ihr das? Nein, aber wer Elfen in der Wildnis überwältigt, dem möchte ich lieber nicht begegnen. Wohl wahr, Zyr. Gehen wir zum König. Dann wollen wir mal. Und ihr seht natürlich unten rechts, Tourist freigeschaltet, in Steam eine Neuerung. Da freut sich der Melek. Wie läuft's, Männer? Wir stehen uns hier die Beine in den Bauch. Könntest du uns ablösen lassen? In einer Stunde. Mach das Tor auf, der König wünscht, den Hexer zu sehen. Sofort. Von hier aus findest du auch allein zum Zelt des Königs. Ich hab noch was zu erledigen. Bis dann, Zivik. Wenn du mich suchst, findest du mich beim Tor. Adieu. Adieu. Ah, ein Hexer.
Der König holte ihn gegen die Erscheinungen. Meinst du? Aber sicher. Na, wir werden sehen, ob er den Blutfluch lösen kann. 10 Silberlinge auf den Fluch. Das wollte ich auch gerade sagen. Nur 10 Silberlinge? Ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ist ja hier keine Zwangsarbeit, dass ich das machen muss. Wir werden sowieso zu schlecht bezahlt, aber schaut euch das mal an. Wieder so viele Kasernen, Hütten. Oh, Backe. Und dort vorne ist Detmold, der Zauberer. Und der König wohl hier und die Zauberin, Sheila. Fast alle sind hinter dir her. Und du bist immer noch am Leben. Unter anderem dank dir, Gesandter. Seinerzeit habe ich dir geholfen. Und ich hoffe, das muss ich nicht bereuen. Das hoffe ich auch. Ich möchte nicht undankbar sein. Suchst du eine Beschäftigung? Ich wusste nicht, dass Hexer sich auch für Schlachten verdingen. Deswegen bin ich nicht hier. Nein? Kann ich dir dann irgendwie behilflich sein? Das ist natürlich etwas. Wohin als nächstes? Und schade um Foltes können wir natürlich auch sagen. Ich hoffe, die wissen, dass wir nicht der wahre Königsmörder sind, sondern der wahre Königsmörder Leto ist, der Assassine. Ich habe dich bei Foltes gesehen. Nun bist du bei Henselt. Gewiss besuchst du später noch den König von Redanien. So weit werde ich nicht reisen müssen. Radovid ist auf dem Weg nach Loch Muin. Ich treffe ihn dort. Loch Muin? Das ist eine antike Elfenstadt an der Quelle des Ponta. Warum gerade da? Die Magier wollen dort ihren Rat neu einberufen. Sie haben Einladungen an alle Monarchen geschickt. Aha, ein Rat. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars jetzt hier. Und was ist mit Foltest? Foltest war ein guter König. Schade, dass er so enden musste. Ich habe dem Konstabler Natalis bereits das kaiserliche Beileid übermittelt. Da wir schon von Foltest und Temerien reden, es gibt da Gerüchte über das geheimnisvolle Verschwinden seiner Ratgeberin, der Zauberin Trismerigold. Weißt du etwas davon? Warum willst du das wissen? Angeblich verbindet euch etwas. Ah, das ist klar. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es mir egal ist und einfach mal so salopp sagen, es ist mir egal. Ich werde sagen, das ist natürlich unsere Sache. Etwas Intimes, weil es ja auch unsere Geliebte ist. Vielleicht. Zauberinnen und Hexer posaunen solche Dinge nicht überall herum. Ich verstehe. Das ist ein heikles Thema. Gut, reden wir von etwas anderem. Ich habe Triss erwähnt, weil mich etwas umtreibt. Die Zauberinnen sind für ihren gegenseitigen Hass und ihre Rivalität berüchtigt. Was meinst du? Gibt es etwas, was sie einen könnte? Vielleicht ein wenig deutlicher, Gesandter. Also frage ich konkret. Was weißt du über die Zugehörigkeit Merigolds zu einer politischen Organisation der Zauberinnen? Natürlich theoretisch vorausgesetzt, dass ihr euch nahesteht oder gestanden habt. Warum interessiert dich das? Das können natürlich wieder politische Interessen sein, politische Eigeninteressen. Und ich finde, das interessiert ihn überhaupt nichts. Von welchem Interesse könnten die Bekanntschaften einer Zauberin für den gesamten Nilfgaard sein? Mich interessieren verschiedene Dinge. Zum Beispiel die Kunst. Gerade heute hat man mir eine interessante Statue gebracht. Ein besonderes Werk. Flüchtig, sinnlich. Es macht nachdenklich. Selbst Ungeheuerjäger dürften beim Anblick der darin gebannten Schönheit nicht gleichgültig bleiben. Sicher. Ich fürchte nur, mir fehlt die Zeit, um Kunstwerke zu bewundern. Ich habe auch noch einiges zu erledigen. Willst du noch etwas fragen? Was interessiert dich so an einer Organisation der Zauberinnen? Mich machen verschiedene Zufälle nachdenklich. Mir wurde hinterbracht, dass zur Zeit der Anschläge einige Zauberinnen in der Gegend waren. Was ist denn daran verdächtig? Magier sind immer in der Nähe von Monarchen und von Geld und Macht. Deshalb beschuldige ich ja auch niemanden, sondern sage nur, dass es mich nachdenklich stimmt. Na gut. Und ich würde sagen, was machst du hier überhaupt? Wird mich ja natürlich persönlich interessieren. Denn der will's wirklich wissen, der Gesandte. Hier läuft irgendwas schief. Ich würde gern wissen, was der Gesandte des Kaisers hier zu suchen hat. Der letzte unglückselige Konflikt hatte ungünstigen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation der Länder des Nordens. Seine kaiserliche Majestät wünscht eine Stabilisierung.
Wir wollen finanzielle Unterstützung gewähren. Also besuche ich die vom Krieg betroffenen Länder. Wie ich sehe, kommt Hänselt hervorragend zurecht. Die Einzelheiten meiner Mission sind Sache des Kaisers und des Königs von Kedwin. Ja, eigentlich schon. Komm, wir sind mal einfach mal ein bisschen loyal hier und sagen mal neutral, verstehe. Ich verstehe. Es gibt Dinge, die so geheim sind, dass man mit keinem darüber reden darf. Okay, und ich sage mal adieu. Genug Information. Sheila ist auch hier. Aber mit der will ich ehrlich gesagt nicht reden, aber die Neugier lässt keine andere Wahl. Hinterher. Nicht Lager? Jetzt. Ein Saustall ist das. Da ist König Hänselt, der Geizige. Herein, Hexer. Das Gespräch ist inoffizieller Natur. Mach's dir gemütlich. Im Nebel hast du mir geholfen, woraus ich entnehme, dass du meinen Tod nicht wünschst. Was wünschst du dann, Geralt von Riva? Na gut, Ruhe. Meinen Namen reinwaschen. Selbstverständlich, ihr wisst ja, uns wird vorgeworfen, dass wir den König Foltes umgebracht haben, der ja auch seine eigene Schwester geschwängert hat. Oh, Backe. Ich wünsche meinen Frieden, Majestät. Ich möchte mit den Anschuldigungen aufräumen. Sonst mische ich mich nicht in die Politik ein, aber diesmal hatte ich keine Wahl. Sag es mir klipp und klar. Erzähl mir nichts von Kodex oder Berufsgeheimnis. Hast du Foltes getötet? Nein. Weißt du, wer es getan hat? Selbstverständlich. Ein Hexer namens Leto. Kennt ihr euch? Und jetzt würde ich sagen, ich weiß es nicht, denn Geralt weiß ja auch nicht unbedingt, ob er sich an ihn erinnert. Wir wissen ja, dass Geralt seinen Verstand quasi verloren hat. Ein paar Gehirne-Funktionalitäten sind jetzt auch nicht mehr so ganz fit bei ihm, weil er in einem Krieg quasi eine Gehirnerschütterung hatte. Ich weiß es nicht. Ich leide an Amnesie. Leto ließ durchblicken, dass er etwas über mich weiß. Möglich, dass wir uns von früher kennen. Es gibt ein altes ketwenisches Sprichwort. Eine Hure kratzt der anderen kein Auge aus. Auf Zauberinnen trifft es jedenfalls zu. Zur Sache, Majestät. Die Tankerville behauptet, dass Leto sich in dieser Gegend herumtreibt. Stimmt das? Ja. Was will er? Hat er es auf mich abgesehen? Er verbirgt sich vor Jorvet und den Skoyatel. Was er vorhat, weiß ich nicht. Willst du ihn schnappen? Ja. Letzte Frage. Weißt du, wer die Morde an Foltest und Demavent veranlasst hat? Nein. Aber ich werde es erfahren, wenn ich Leto habe. Was du sagst, deckt sich mit den Berichten meiner Spione. Ich glaube dir. Nun etwas anderes. Der Nebel, die Geister und dieser ganze magische Bockmist blockieren meinen Kriegszug. Die Zauberer haben wieder mal bewiesen, wie nutzlos sie sind. Stammeln was von höherer Magie, verzögerten Flüchen und anderem Pipifax. Das führt alles zu nichts. Sowas muss man mit dem Schwert erledigen. Einem Hexerschwert. Fühlst du dich der Aufgabe gewachsen? Ja, eigentlich schon. Und ich würde sagen, wir versuchen es. Anders geht's ja so oder so nicht. Denn ich weiß persönlich selber nicht, was auf uns zukommt. Ich will sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Werd den Fluch los. Sollst auch fürstlich entlohnt werden. Und ich helfe dir, die Beschuldigungen loszuwerden, auch wenn du Leto nicht kriegst. Detmold steht dir mit allen Informationen zur Verfügung. Und du kannst dich im Lager und drumrum frei bewegen. So, jetzt lass mich allein. Na gut. Majestät, wer hat den Fluch ausgesprochen? Das ist natürlich auch nochmal vielleicht eine interessante Frage, finde ich. Als wir uns durch den Nebel kämpften, spracht ihr von Glevisigs Fluch. Sabrina Glevisig, Zauberin. Und einst eine meiner Beraterinnen. Ich ließ sie an ein Wagenrad schlagen und verbrennen. Im Angesicht des Todes hat sie mich und mein Geschlecht verflucht. Vor 3 Jahren war das. Okay. Warum habt ihr Sabrina überhaupt hingerichtet? Warum habt ihr Sabrina hingerichtet? Was spielt das für eine Rolle?
Majestät, diese Verwünschung ist keine Kistenware vom Hexenbazar, auch nicht das Werk eines Anfängers. Sie hat eine Sonnenfinsternis und dutzende Geister beschworen. Wir haben es mit einem komplizierten, mehrstufigen Fluch zu tun. Um ihn auszusprechen, bedarf es gehörigen Könnens und Wissens. Ihn aufzuheben ist noch schwieriger. Wenn ich mich der Sache annehmen soll, erwarte ich einiges Entgegenkommen von euch. Zum Henker! Also gut, sei's drum. Na los, sag's jetzt. Erinnert ihr euch an den genauen Wortlaut von Sabrinas Fluch, Majestät? Was sie damals prophezeit hat, ist alles eingetreten. Ein mit blutigem Schweif geschmückter Stern wird den Horizont durchschneiden. Quadratische Münzen aus dunklen Meerestiefen werden die Herzen von Narren betören. Münzen? Detmold fand einige bei Soldaten, die des Verrats verdächtigt wurden. Na gut, na toll, danke. Der Fluch wurde also vor 3 Jahren ausgesprochen. Ist seitdem etwas geschehen, was zeigt, dass der Fluch bereits wirkt? Nun, mein Sohn ist bei einer Jagd tödlich verunglückt. Und war sein Tod von übernatürlichen Phänomenen begleitet? Nein. Ein Keiler hat ihm die Oberschenkelschlagader zerrissen. Ich war dabei. Es war schrecklich, aber völlig gewöhnlich. Dann hat der Fluch sich also erst jetzt aktiviert. Ich muss herausfinden, wieso. Bei den Verhandlungen kam es zu Auseinandersetzungen. Dabei habe ich den Kreve-Priester getötet. Vielleicht liegt es daran. Gut möglich. Na toll. Und was hat den Fluch aktiviert? Wir können natürlich so viele Fragen stellen und ich hoffe, es wiederholt sich nicht. Der Fluch wurde also... Und na, dann... Bei den... Gut. Okay, das hatten wir ja. Warum habt ihr Sabrina hingerichtet? 1 Jahr nach dem Zintrischen Friedensschluss kämpfte ich mit Demavent um Oberedil. General Vandergrift befehligte einen Teil meiner Streitkräfte. Er setzte über den Ponta und empfing den Feind hier auf diesem Feld. Die Schlacht dauerte bis in die Abendstunden. Schließlich beschloss Sabrina einzugreifen. Sie ließ Feuerbälle auf das Schlachtfeld niederprasseln. Von über 3000 Menschen blieben nur verkohlte Reste. Es traf Kettwener wie Edirner. Die Ritter kochten in ihren Rüstungen. Es gab unglaubliches Geschrei. Krieg ist etwas für ehrenhafte Menschen. Haben Kreaturen wie Glevisig die Hände im Spiel, wird der Krieg zur Hölle. Na toll. Okay, ich sag mal adieu. Mehr interessiert uns ja eigentlich nicht, was die Sabrina so gemacht hat. Wir wissen, Fluch ist da. Level aufgestiegen. Und da mache ich auch mal gleich hier meditieren. Tada! Dann können wir mal natürlich hier gleich unseren Charakter skillen, was ja natürlich auch obligatorisch ist. Was haben wir denn hier noch? Aha. Messer werfen könnten wir normalerweise, aber ich finde, das ist irgendwie nicht so nötig. Parieren haben wir. Schaltet die Fähigkeit frei, Schläge aus allen Richtungen zu blocken. Ja klar, komm. Was haben wir noch? Fertigkeiten-Level. Ah, cool. Energieregeneration im Kampf +10% und Energie +1. Danke. Dankeschön. Und dann haben wir natürlich schaltet Fähigkeiten frei, Pfeile umzulenken. Das auch nochmal selbstverständlich. Einfach mal rüber skillen hier. Und wir können natürlich hier mal kurz zurück hier. Und schauen, was wir schwertkampfmäßig was freischalten können. Weil Alchemie habe ich nicht so viel Interesse, weil Tränke brauen mache ich jetzt nicht so. Oder die überhaupt zu benutzen, ist eher weniger der Fall. Na toll. Schaltet die Fähigkeit frei, Schläge des Gegners zu kontern. Wie geil ist das denn bitte? Das hat uns natürlich gefehlt. Dann steht hier auch nochmal, Geralt erleidet bei Angriffen von hinten nicht länger 200% Schaden. Schaden bei Angriffen von hinten 150%. Machen wir auch noch. So, was haben wir noch? Schwertschaden +5%. Cool, Distanz beim Ausweichen im Kampf +100%. Okay, mache ich alles. Hammer gut. Das ist doch mal gut, wir haben ganz schön viel freigeschaltet. Und ich würde sagen, wir pennen auch nochmal kurz. Wenn es natürlich klappt, hier Zeit abwarten. Bis wann machen wir das denn? Bis Mitternacht, oder? Komm, bis Mitternacht. 0 Uhr. Zur späten Stunde. Ach du Scheiße. Hexer, ich möchte dich kurz herbitten.
Aha, sprich mit Detmold. Der Auftraggeber, kann man schon fast sagen. Der Ratgeber von König Henselt, mit dem fetten König, mit dem wir gerade gesprochen haben, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und ihr wisst ja, König Henselt ist ziemlich machthungrig. Und jetzt vorhin haben wir jetzt eher nicht so seine Schattenseite gesehen, sondern eher seine weiche Seite. Und wir sehen uns bei einem nächsten Part von Let's Play The Witcher 2, wenn wir hier mit dem Ratgeber von König Henselt sprechen.